Herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Wir schauen uns heute ein neues Unwettertool an für die Sommersaison, jetzt ganz besonders relevant. Da kann man nämlich Gewitter und Unwetter beobachten und wir schauen mal, was das Tool alles kann. Wo findet man das? Direkt unter unwetteralarm.com. Dort kommt man auch noch zu weiteren Informationen, wo man sich alles nochmal in Ruhe anschauen kann. Wir wollen uns aber jetzt mal ein paar Funktionen in diesem Video genauer anschauen, was dieses neue Tool alles kann. Enthalten sind unzählige Dinge zur Gewitter- und Unwetterbeobachtung. Beispielsweise auch Einzelradare kann man sich anschauen. Dann ein neues Sturzflut-Tool ist enthalten. Die klassischen Sachen auch von der Website, die Blitzanalyse, weitere Sturzflut-Tools zur Überschwemmungsgefahr, Storm-Tracking und natürlich auch das Tornado-Doppler-Radar, also unzählige Dinge. Nur ein paar habe ich hier mal aufgeführt. Schauen wir uns das Ganze mal an im Dashboard, wie das aussieht, denn wenn man eingeloggt ist, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier mal den Dark Mode ausgewählt mit dem schwarzen Hintergrund, gibt aber auch die klassische Ansicht mit einem weißen Hintergrund. Das kann jeder wählen, wie er will. Im Grunde steuert sich alles über die Buttons oben und dort gibt es nicht nur diese Einzelansicht, sondern wir können auch eine Mehrfachansicht einstellen. Wir sehen das hier jetzt mal im Beispiel an einer Gewitterzelle, dass wir beispielsweise das HD-Radar zunächst oben in der Ecke haben, daneben dann direkt unser neues Sturzflut-Tool, den Sturzflutindex nach Einzugsgebieten und unten noch die Niederschlagssummen und die Hagelgrößen. Jedes Fenster kann natürlich einzeln eingestellt werden, man kann also den verschiedenen Parameter auswählen für jedes einzelne Fenster. Dann gibt es noch ein weiteres Fenster, wo man verschiedene Ebenen übereinander legen kann. Hier einfach mal als Beispiel das Satellitenbild HD und die Wetteranalyse bzw. dann das Radar. Da kann man auch auswählen verschiedene Dinge, die man übereinander legen will, also verschiedene Ebenen. Schauen wir uns noch eine weitere Besonderheit an und das ist nämlich das 3D-Gelände. Das lässt sich oben auch über einen Button aktivieren. Wir sehen das hier mal am Beispiel von einer Gewitterzelle bei Goslar. Und dann lässt sich mit der rechten Maustaste das Ganze, die Karte, navigieren und man kann sich sogar genau im Gelände alles anschauen, wie hier am Beispiel das 3D-Radar bzw. die Niederschlagssumme, die ich gleich noch einstelle. Und dann kann man sich eben alles ganz detailliert auch mit dem Gelände anschauen. Wie gesagt, jeder Parameter ist auswählbar, wie das Radar, die Niederschlagssumme, alles ist auch möglich über das 3D-Gelände anzuschauen. Und selbstverständlich geht es nicht nur über die Einzelansicht, sondern wir können direkt auch wieder wechseln auf die Mehrfachansicht. Das heißt, wir haben jetzt wieder vier Parameter gleichzeitig und können auch die wieder mit dem Gelände, mit der rechten Maustaste genau navigieren, können uns alles im Gelände ganz genau anschauen, beispielsweise die Sturzflutgefahr, unseren Sturzflutindex, die Niederschlagssummen, alles gleichzeitig, das HD-Radar, natürlich auch alles mit Update fünfminütig oder auch in einer Animation, die sich einstellen lässt. Und deswegen kann man sich alles detailliert mit dem Gelände ganz genau anschauen, wo die Unwettergefahr besteht, wo besteht Überflutungsgefahr und so weiter. Ich will noch genauer unseren neuen Sturzflutindex nach Einzugsgebieten zeigen. Der klassische Sturzflutindex, der auch von der Website schon bekannt ist, lässt sich immer über einen Button oben einblenden. Aber wir haben einen neuen Sturzflutindex jetzt mit Einzugsgebieten entwickelt, der, wie man sieht, hier von gelb leichter Gefahr bis lila extreme Gefahr reicht. Ja, und auch hier kann man sich dann mit Update fünfminütig alles ganz genau im Detail anschauen, welche Tallagen vor allem sind gefährdet von einer Sturzflut. Das, wie gesagt, auch alles in der Detailansicht bzw. in der Geländeansicht. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf das Tornado-Doppler-Radar bzw. auf die Einzelradare. Man sieht hier diese blauen Punkte und die kann man jeweils anklicken. Die blauen Punkte stehen für einen Radarstandort, weil wir reden hier ja von den Einzelradarstandorten und den kann man anklicken und dann jeweils den Scan-Winkel auswählen. Ich habe hier jetzt mal den geringsten Winkel ausgewählt und dann hat man eben hier das Tornado-Doppler-Radar und kann eben auch schauen bzw. erkennen, wo es gerade einen Tornado gibt. Es gibt übrigens auf unserem YouTube-Kanal auch ein Video, wo ich erklärt habe, wie man mit dem Tornado-Doppler-Radar einen Tornado erkennen kann. Wie gesagt, auf den blauen Punkt klicken und dann kann man jeweils den Scan-Winkel auswählen und hat jeweils vom Einzelradar-Standort die Bilder. Wem jetzt das Interesse geweckt wurde, der kann natürlich sofort auf unwetteralarm.com gehen. Dort gibt es, wie gesagt, auch noch weitere Informationen zum neuen Portal. Und man kann direkt ein Abo abschließen für 9,90 € pro Monat für einen Einzelnutzer oder für 10 Nutzer gleichzeitig.
das für 79,90. Es gibt natürlich auch ein Abo, was man direkt für ein Jahr abschließen kann. Das soll es gewesen sein zum neuen Unwetterportal. Bis zum nächsten Video und ciao.